Kalimera. Tikanis. Aloha. Hallo ihr Lieben. Ich warte einen Moment, um zu sehen, ob ich hier freigeschaltet werde und ob mich jemand hört. Heute ist Tag 8 von 22 Tagen Life is a Journey. Und ich melde mich, wie ihr seht, noch immer von mega, 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 wirklich wundervollem Sommerwetter. 24 Grad. Oh, herrlich. Ja, die ersten 7 Tage von diesen 22 Tagen Impulsen Life is a Journey, die hatten mehr so den Oberbegriff bewusst leben. Ja, wenn ihr dabei wart, habt ihr es mitbekommen. Da ging es mehr um Bewusstsein stärken, bewusst sich wahrnehmen, besser wahrnehmen. Da ging es ums Erden, ums Grounden, ums sich beobachten, Dankbarkeit nähern, ja, aber auch generell einfach eine bewusstere Wahrnehmung von allem, was ist. Egal ob angenehme oder unangenehme Gefühle. Ja, und so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Achtsamkeit zu haben. Und das war der erste Teil dieser 3 Wochen, ja, dieser 22 Tage mit vielen Impulsen dazu. Und jetzt geht es darum, in der zweiten Woche, also startend heute, Tag 8, tatsächlich sich ein bisschen dem Thema zuzuwenden, Gefühle wahrnehmen, Emotionen surfen, sag ich mal, ja, so einen Container für Emotionen bilden zu können. Das ist natürlich prinzipiell, ist es ein großer Prozess, ja, ein längerer Prozess. Ist nichts, was man mal so mit dem Fingerschnips machen kann. Aber ich möchte es einfach gerne ein bisschen thematisieren in dieser Woche, weil es ja für uns alle einfach auch wichtig ist zu lernen, erstens mal überhaupt zu fühlen, ja, weil für die meisten ist es gar nicht gewohnt. Und zweitens auch zu schauen, wie können wir mit schwierigen Gefühlen tatsächlich umgehen. Wenn, also immer dann, wenn wir eher dazu tendieren, Gefühle wegzudrücken. Ja, also sprich, nicht fühlen zu wollen. Und es kommen hier gerade die Kids mit ihren Mopeds. Wir können, also Lebendigkeit bedeutet natürlich, dass wir fühlen. Ja, und es geht eben nun mal nicht, dass wir einen Teil der Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, in den Keller schicken und die anderen fühlen können, sondern entweder du fühlst oder du fühlst nicht. Ja, und alles, was du in den Keller schickst, also was du nicht fühlen möchtest, geht Muskeln trainieren und kommt doppelt so stark irgendwann explosionsartig wieder raus, ja. Und zum Beispiel, weil in dieser Woche möchte ich auch ein bisschen Resilienz thematisieren, ja, innere Stärke. Wenn wir in eine Krise kommen, ja, oder in eine große Herausforderung, wenn da etwas ist, was uns stark fordert, ja, dann ist es umso hilfreicher, wenn wir schon gelernt haben, mit Schwierigem umzugehen, ja, wenn es vielleicht nicht das erste Mal ist. Vielleicht kennst du das schon, dass wenn du vielleicht das erste Mal eine große Krise hast, dass du noch vielleicht ein bisschen verloren bist, lost bist, nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, ja. Und je häufiger du in schwierige Situationen, in große Herausforderungen kommst, desto eher lernst du auch, damit umzugehen, wenn du zwischendurch deine Hausaufgaben machst, ja. Es gibt dazu die 7 Säulen der Resilienz, die uns zum Beispiel Hilfsmittel an die Hand geben, Tools, Werkzeuge an die Hand geben, womit wir tatsächlich uns ausstatten können, ja, also unsere Säulen, unsere Basis auf gute Füße stellen können, damit wir vielleicht für die nächste Herausforderung, für die nächste Krise besser gewappnet sind, ja, also einen besseren Umgang, einen stabileren Umgang damit haben.
widerstandsfähiger sind, ja. Und bevor wir hier jetzt in auch eine innere Arbeit mit inneren Kindern einsteigen oder mit Gefühlen, mit Emotionen, ist es immer erstmal auch hilfreich, seine 7 Säulen der Resilienz, ja, der inneren Stärke zu kennen. Also es ist immer dann schwieriger oder herausfordernder, wenn du gerade mitten in der Krise bist. Ja? Wir sagen ja auch, wenn jemand zum Beispiel mitten im Burnout ist, ist es auch gerade in dem Moment nicht richtig ratsam, ein Stressbewältigungsprogramm, MBSR zum Beispiel, zu machen, weil da ist in dem Moment gar nicht der Raum dafür da, ja, sich etwas Neuem zuzuwenden. Da ist eben erstmal SOS-Unterstützung angesagt. Ja? Und genauso ist es, wenn du gerade mitten in einer schweren Krise bist, in einer ganz großen Herausforderung, dann ist kein Raum da. Ja? Also solche Dinge, dass wir mal schauen, wie bin ich eigentlich aufgestellt, ja, wie stehen meine 7 Säulen der Resilienz oder meine Lebenssäulen, wie sind die Säulen meiner inneren Stärke und so weiter. Das machen wir dann, wenn wir einigermaßen auch gerade gut mit uns sind, ja, um uns für den nächsten Sturm, sag ich mal, zu wappnen. Und zwar zu wappnen in einer Art und Weise, nicht, dass wir zumachen, sondern dass wir lernen, damit umzugehen. Auf einer gesunden Art und Weise, ja, auf einer healthy, also gesunde Art und Weise, genau. Und in der Resilienz, um da vielleicht heute mit dem 8. Impuls dieser 22 Tage mal ein bisschen drauf einzugehen. In der Resilienz, wie gesagt, also der Forschung, der Widerstandsfähigkeit, der inneren Stärke, des Umgangs mit Krisen und auch sozusagen zu lernen, aus Krisen gestärkt hervorzugehen, ja, darin vielleicht auch sogar eine Chance zu sehen. Ein bisschen wie der Bambus, der unter widrigsten Bedingungen überall wächst. Ja. Da gucken wir uns mit den ersten 3 Säulen, Säule 1 bis 3, vor allen Dingen die innere Haltung an. Ja, da ist es noch so ein bisschen der sanfte Einstieg, bevor wir dann mit Säule 4 und 5 in das Deep Dive gehen, in die tiefe innere Arbeit. Das heißt, Säule 1 bis 3 ist eher noch so ein bisschen zu gucken, okay, ähnlich wie beim MBSR, wie nehme ich eigentlich wahr, welche innere Haltung habe ich, wie bin ich unterwegs. Ja, so die erste Säule, das ist der realistische Optimismus, der so ein bisschen uns darin schult, mal zu schauen. Also realistisch deshalb, dass es eben nicht so diese pinke Sonnenbrille ist, die rosarote Sonnenbrille und ja, ich bin halt Optimist. Nee, realistisch Optimist meint wirklich den Glauben daran zu haben, über Fähigkeiten zu verfügen, mit Herausforderungen umgehen zu können. Ja, so dass du irgendwo in dir den Glauben daran hast, ausreichend Fähigkeiten zu besitzen, mit Herausforderungen umzugehen. Ja, das ist die Säule 1. Die Säule 2, da geht es um die Akzeptanz. Ja, zu lernen, Dinge, die wir nicht beeinflussen können, loszulassen und zu akzeptieren. Ja, da, wo du dir vielleicht die Zähne ausbeißt oder gegen Wände rennst. Ja, und in Wirklichkeit einfach keine Handhabung hast, ja, also wo du nichts tun kannst, wie beim Wetter, bei Kriegen, bei vielen Dingen, wo du nicht wirklich einen Einfluss hast, ja, da aufzuhören zu kämpfen innerlich, ja, sondern in eine Akzeptanz zu gehen, aber da, wo es sich lohnt, etwas zu tun, ja, da auch in eine Kraft zu gehen und also in eine Handlung zu kommen. Da haben wir Übungen zur Akzeptanz, ja, also das zu üben. Und das ist ja sowieso eine ganz, ganz wichtige Haltung, auch im MBSR. Und die dritte Säule der Resilienz, das ist die Lösungsorientierung. Also zu schauen, wie gehst du eigentlich mit welcher Haltung gehst du so durch den Alltag? Bist du sehr problemorientiert, ja, immer fokussiert auf das Problem? Oder bist du auch lösungsorientiert, wo du
Calimera! Καλά, εσύ! Ναι, I come in 2 minutes or 5. Genau. Das war Mona. Habe ich lange nicht gesehen. Werde ich gleich nochmal besuchen. Also, ja, wie bist du problemorientiert, problemfokussiert oder kannst du auch lösungsorientiert sein, andere um Unterstützung bitten, mal über den Tellerrand blicken, Perspektivwechsel machen, ja, solche Dinge. Und diese drei Säulen, ja, da haben wir wirklich wir gucken so Woche für Woche, also die ersten drei Wochen wirklich so tief in der Tiefe die innere Haltung an. Und dazu möchte ich dich heute inspirieren. Und wenn du da mehr Infos brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Es gibt ja auch den 8 Wochen Resilienzkompass. Und am 12. November startet auch eine neue Resilienzreise. 8 Wochen lang, eine Gruppenreise. Mit 8-mal samstags eine Zoom-Session dazu. Ja, also wenn dich das interessiert, innere Stärke aufzubauen, Resilienz aufzubauen, dann melde dich da gerne bei mir. Dann schicke ich dir weitere Infos. Das ist mein Impuls heute. Und vielleicht abschließend eine Geschichte dazu, um das einfach auch nochmal zu veranschaulichen. Es gibt zwei ganz tolle Geschichten. Die eine ist aber ein bisschen länger, die müsste ich vorlesen. Deswegen erzähle ich jetzt einfach die kleinere Geschichte. Mein Vater hat zwei Söhne, ja, Zwillinge. Beide könnten nicht unterschiedlicher sein. Ja, der eine ist eher immer so super optimistisch, positiv. Der andere, der hat immer so eine Schnute, ist immer zu allem irgendwie negativ eingestellt. Und dann haben die beiden Geburtstag und der Vater denkt sich was aus und denkt so, ich probiere mal was, ja, und ich guck mal, wie meine Söhne reagieren. Und in das Zimmer von dem einen Zwilling stellt er ganz, ganz viele tolle Geschenke, ja. Also wundervolle Spielsachen, ja. Ein richtiger Berg voller Spielsachen. Und in das Zimmer vom anderen Zwilling, vom anderen Sohn, platziert er einfach nur an Pferdehaufen, also an Haufen Mist, ja, also von einem Pferd. Und am nächsten Morgen, als die Zwillinge aufwachen und Geburtstag haben, rennt der eine und der quasi einen Pferdehaufen da in seinem Zimmer vorfindet, rennt zum Vater und strahlt ihn an. Ja? Während der andere total, wie immer, total miesepetrig aus seinem Zimmer kommt, ja, das, was voller Geschenke ist. Ja? Und dann sagt der Vater zu beiden, also erst zu dem einen, der so miesepetrig immer ist, sagt er zu ihm, was ist los mit dir? Ja, gut, und gratuliert ihm natürlich. Und dann sagt er, mein Zimmer ist voller Geschenke, ja, und jetzt muss ich bevor ich überhaupt anfangen kann zu spielen, muss ich erstmal die ganzen Beschreibungen lesen und alles zusammenbauen und werde Tage damit beschäftigt sein, überhaupt erstmal zu gucken, mit was ich spielen kann und so, ne, und das ist seine innere Haltung. Und der andere, der strahlt wie so ein Honigkuchenpferd und sagt zu ihm, und du, ja, und gratuliert ihm und sagt, was hast du bekommen? Was hat dir deine Geburtstagsfee gebracht? Und dann sagt er, also ich habe in meinem Zimmer einen Pferdehaufen gefunden, so einen Misthaufen. Und das heißt, irgendwo in diesem Haus muss ein Pferd versteckt sein. Also der ist total erfreut über das, was er da gefunden hat. Ja. Und so viel zum Thema innere Haltung. Wie gehen wir so durchs Leben? Was glauben wir, was das Leben für uns bereithält? Glauben wir, dass das Leben es auch gut mit uns meint? Ja? Können wir vielleicht auch erstmal mit etwas zufrieden sein, vertrauend darauf, dass vielleicht da noch was Größeres kommt, was Besseres kommt? Ja? Besser für uns, also in Anführungsstrichen besser, ne? Weil was ist schon besser? Es ist für jeden unterschiedlich. Die innere Haltung spielt eine große Rolle, wie wir durchs Leben gehen. Und innere Haltung bestimmt auch unser Leben.
Ricarda, hey, schön, dass du da bist. Bin fast schon am Ende. Ja, innere Haltung, das, was du ausstrahlst. Ja, wenn du immer miesepetrige rausstrahlst, ja, dann wird das Leben auch so antworten. Ja, und wenn da auch Vertrauen und Optimismus und auch ein Glauben an dich, dass du umgehen kannst mit den Wellen des Lebens, ja, dann wird das Leben auch so antworten. Ja, und wie gesagt, es ist natürlich in so einem Impuls hier nicht ausreichend Zeit, um diese drei Säulen der Resilienz jetzt in der Fülle zu beschreiben. Deswegen die Einladung, melde dich gerne bei mir oder melde dich für die Resilienz-Challenge an. Ja? 8 Wochen lang ab dem 12. November, 8 Wochen, jede Woche eine Säule der 7 Säulen der Resilienz. Ach, wir machen 7 Wochen, genau, nicht 8 Wochen, 7 Wochen, die 7 Säulen. Und für heute wünsche ich dir einen zauberhaften, sonnigen Samstag. Ich habe ja gestern hier einen Delfin anfassen dürfen und wieder ins Meer bringen dürfen. Es war so ein Glück. Da bin ich jetzt noch ganz genährt davon. Riesenglück. Und ja, mit in diesem Sinne alles Liebe zu dir. Freue mich wieder auf morgen und freue mich auch, wenn du im Replay anschaust. Ganz viele schauen im Replay an. Freue mich über Kommentare und ja, alles Liebe. Bis bald. Bis morgen. Ciao.